Die 12 zum Große und willkommen zurück zu Let's Play Sternenschweif. Wir sind in Hilltop angekommen, einem kleinen Zwergenstädtchen. Hier können wir jetzt den Tempel der Zwerge und des Schmiedegottes betreten, also Ingerim. Oder in eine Herberge zum Schlafen. Den Schmied bei seiner Arbeit unterbrechen wollen wir nicht. Aber wir gehen hier in den Tempel des Zwergengottes. Ein Ingerim-Tempel. Davon gibt es, glaube ich, 4 Stück hier in Sternenschweif. Und wir werden jetzt unsere Waffen magisch machen, die wir nicht sowieso schon magisch haben. Das sind ja fast alle Waffen jetzt bei uns magisch. Aber was wir brauchen, sind hier die Rapiere noch. Und der Degen. Und deshalb rüsten wir jetzt die hier mit den Waffen aus. Hallihallöchen erstmal. Jona, Tochter der Jedrasch. Also wenn da Tochter oder Sohn der steht, dann sind das immer Zwerge. Aber hallo, ihr hier, was kann ich für euch tun? Hast du schon mal von Ingramosch gehört? Kenne ich irgendwoher den Namen? Ich glaube, da müsst ihr nach Lovang. Nein, nein, nein. Wir wissen schon von jemand anderem, dass er oben in einer anderen Stadt wohnt, in Tjolmar. Dieser Zwergenprinz oder was das da war. So, hast du schon mal von den Salamanderstein gehört? Der soll nämlich irgendwo hier in dem Gebirge sein. Alles Unsinn, es gibt Artefakte der Zwerge und solche der Elfen. Nie haben die beiden Völker gemeinsam Artefakte geschaffen. Oh doch, das haben sie. Zwergenbinge, schon mal von der Stadt gehört? Es gibt ja tausende alte heilige Stätten der Zwerge, doch nur wir Geweihte der Ingerim kennen diese Orte und dürfen sie betreten. Im Norden gibt es sowieso keine heiligen Städte des Ingerim. Okay. Der Finsterkamm, das Gebirge. Im Herzen des Finsterkamm gibt es kaum wertvolle Erze. Wir Zwerge haben unsere Minen deshalb nur am Rande der Berge. Das stimmt nicht ganz, weil im Herzen der ist noch diese Zwergenbinge. Waffen. Bei Äxten könnt ihr so viel Rüstung tragen, wie ihr wollt. Bei diesen Dingern stört sie kaum. Ich werde nicht unfreundlich sein, aber meine Zeit ist kostbar. So, so. Ja, dann würde ich mal sagen, wir werden... Achso, hier, das ist Neuerschaffung eines Charakters. Ne? Hier kann man zusätzlichen Charakter reinholen oder entlassen halt Charaktere. Falls ich das nicht erklärt hatte. Löschen von Charaktere, laden. Ja, also wir werden jetzt erstmal was spenden. Und zwar 100 Dukaten. 1000 Silbertaler. Und dann beten wir jetzt dreimal. Oh, ja, hier geht direkt los. Und jetzt macht er hoffentlich unsere Waffen magisch. Das geht im dritten Teil nicht mehr, deswegen machen wir das jetzt hier. Verbessert den Zustand eurer Waffen. Na, Heidewitzka, das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten, dass die Waffen magisch werden. Also tun wir jetzt nochmal 10 Dukaten geben und beten wieder dreimal. Ah, hier, beim zweiten Mal. Sprach der Gott. Und es ward Licht. Den Zustand eurer Waffen verbessert. Ja, toll, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Waffen magisch werden. Seltsamus.
Tja, der ist nicht magisch, genau so ist es. Aber der soll nagig werden. Was ist denn das hier wieder? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Der Degen von Diamilla Azilla wird von Ingrin auf der Stelle repariert. Das ist ja ein Wahnsinn. Tolle... Oh, mag ich. Aha, auf der Stelle repariert. Das ist das, was wir haben wollen. Mag ich sehr gut. Ja, dann müssen die denn defekt sein? Kann sein, dass die defekt sein müssen vorher dafür. Das ist natürlich blöd geregelt. Aber eigentlich kann er die doch direkt magisch machen. Haben wir mit so viel gespendet. Jetzt reicht's. Das sind ja fast 300 Dukaten gewesen. Ja, nicht verbessern, reparieren, obwohl sie ganz sind. Tja.
kann ich leider nicht vorspulen. Sehr schade. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier einfach mal weiter. Wir haben ja eine magische Waffe jetzt schon. Ich brauche die ja nur für den nächsten Teil. Wir kommen ja nochmal ein paar Tempel. In Zwergenbing ist nochmal einer, da testen wir das nochmal. Ich werde mal versuchen, die etwas kaputt zu machen. Ich brauchte das bisher mit den göttlichen Waffen nicht, weil ich ja eigentlich eher meistens mit einer Zwergenkriegertruppe unterwegs bin und vielen Elfen, die halt magische Schwerter haben. Eigentlich rennt nach dem ersten Teil jeder mit einer magischen Waffe rum bei mir. Und das ist ja mal eine etwas andere Truppe. Darum werde ich die jetzt magisch machen müssen. Und im dritten Teil kriegt sie halt eine schöne Axt, wenn ihre Axtwerte was höher sind. So. Dann würde ich sagen, raus hier. Wir schauen nochmal in die Herberge vorbei. Hallihallöchen. Ja, wir essen erstmal was. Was kann ich für euch tun? Reisen. Wenn ihr nach Jaramis wollt, solltet ihr nicht über Lovang reisen. Vielleicht 15 Meilen westlich von hier gibt es einen Pfad am Rande des Finsterkamms, der direkt auf den Pass nach Nordhag oder Jaramis stößt. Okay. Ingramosch. Diesen Namen hören wir Zwerge nicht so gerne. Er ist ein Verräter und wirft ein schlechtes Licht auf unser Volk. Okay. Salamanderstein. Darüber habe ich schon eine Legende gehört. Der Elfenkönig hatte Ingerim ein Artefakt im Auftrag gegeben. Aber als sich die Völker zerstritten, geriet der Salamanderstein in Vergessenheit und so ist er nie in die Hände der Elfen gelangt. Weißt du da noch was drüber? Nee, mehr weiß er nicht. Zwergenbinge. Ich weiß nicht genau, worauf ihr hinaus wollt. Da gibt es mehr als eine hier im Norden. Udenberg, Hilltorp, wo ihr wollt. Ja, wir wollen diese Zwergenstadt, diese ganz mächtige in der Mitte des Finsterkamms. Durch den Finsterkamm würde ich nur reisen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Quer durch die Berge gibt es einen Weg nach Nordhag. Aber ihr müsst nicht glauben, dass es sich dabei um eine echte Straße dreht. Da hat schon so mancher die Orientierung verloren. Okay, Lovang. Wenn es euch gelingt, nach Lovang hineinzukommen, müsst ihr damit rechnen, eine Weile in der Stadt zu verbringen. Und so eine Belagerung ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Also der hat richtig viele gute Informationen. Sehr interessant. Sternschweif, da weiß er bestimmt nichts, ne? Ja, aber da brauchen wir auch nichts mehr zu machen. Sag mir was über die Zwerge. Wir Zwerge sind die Herren der Berge. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Na gut. Gesprächsende. Einzelzimmer. Angenehme Nachtruhe. Wünschen wir auch. Schlafen gelegt. Raus hier. Kurz nochmal in den Tempel rein. Wir spenden nochmal 10 Dukaten und machen hier einen Break. Haben wenigstens eine magische Waffe schon mal. Das ist ganz gut. Let's Play 35. Die Zwölfe mit euch. Nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.